Gurkensalat. Ah, damit habt ihr jetzt nicht auch erwartet, was? Also weiter aber hier im Text in Arkham Origins und... Okay, nicht weiter reden. Ja, der Witz war super, ich weiß. Der war echt Bombe, das ist ein Highlight wert. Okay, wo haben wir jetzt den Distrikt, wo wir auf Pinguin treffen müssen. Batwing-Abwurfstelle, Netzwerk-Relay, Batwing-Abwurfstelle, Factor-Turm. Wir haben ja mehrere Türme. Eine Batwing-Abwurfstelle. Und das da drüben ist die Bridge. Bridge. Gott, das ist echt groß hier. Sehr, sehr groß. Dort oben müssen wir hin. Ach, wir müssen in einen ganz anderen Distrikt. Und da ist noch eine kleine Insel mit der Betthöhle. Okay. Ach so, weißt du, so ab nächster Folge, kleine Ankündigung, ja, was du ab nächster Folge machen solltest. Besseres Commentary? Besseres Spiel? Nein, du solltest dir Folgendes organisieren. Ein Popschutz. Nein. Eigentlich solltest du dir, solltest du ab sofort die Batman-Entstehung-DLCs. Spoiler, Batman ist Bruce Wayne. Oh nein, jetzt hast du gespoilert. Das haben die Leute niemals gewusst. Ja. So. Also, direkt wie gesagt, flachgelegt. Oh, das war klein. Dinschan sollte sich in nächster Zeit das Dings organisieren. Das, wie nennt sich das? Das DLC? Ja, nein, das DLC hast du schon. Du solltest damit anfangen. Ja, ich weiß, das ist schon enthalten. Das ist schon enthalten. Ja, genau. Das ist eben der Anfang des Spiels sozusagen. Du meinst The Cold Heart? Das ist doch das DLC von Origins. Blaze Comics. Das ist auch wieder ein Hinweis auf etwas ist. Okay, was haben wir dafür? B. Ach, praktisch, dass hier in jeder Ecke irgendwelche Typen stehen, die man verkloppen kann. Ja, nice, nicht wahr? Ja, was man halt so am Weihnachtsabend so macht, ne? Man steht so in der Gegend rum. Und dann so, hey, da ist ein Batman, los, verprügeln wir ihn. Join. Ein schöner Schwinger von der Seite. Ja, mit dem Batmobile wäre es jetzt ein bisschen praktischer, jetzt dahin zu kommen. Oder ein Batrang-Schub. Legendäre Gesetzhüter. Ah, noch welche zum Kloppen. Ach ja. Es hört niemals auf, wie das Putzen eines Hauses. Wusch, wusch, wusch. Bam, 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 bam. Ja, wie Domino. Wie Domino-Steile werdet ihr fallen. Oh, fuck. Na. Ja, ein abgebrochener Kombo ist besser als gar nichts. Wusch, wusch, wusch. Und ausschalten. Na, was gibt's dafür? Ah, ach, schade. Ich hätte jetzt gehofft, das wäre wieder ein Schlag in die Nüsse. Der Batman hat sich in dieser Version aber von Origins auch ein bisschen verändert im Vergleich zu später. Dafür, dass es ein Prequel sein soll. Naja. Schon wieder ein B. Ah, der Greifhakenschub. Der Greifhakenschub, genau. You know? Wenn der Greifhaken über größere Distanzen eingesetzt wird, benutze den Greifhaken für Schleuniger für... ja, genau. Der gute alte Greifhakenschub, wir kennen ihn noch. Ich finde es aber auch gut, dass man den Spiel nicht mit 0 anfangen muss. Ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, was ich da bin. Es geht nicht nur nicht darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtrippelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ah. Ich trippel nicht. Batman trippelt nicht. So nennen wir die Folge auch. Ah, na. Oh, scheiße, man kann immer noch nicht die, man kann immer noch nicht die Counter abbrechen. Na komm. So, einmal rüber, rundherum, ist nicht schwer. Zack und zack. Ja, so geht die EP-Jagd schnell voran. Bam, 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 bam. Ah, komm, kriegen wir einen 20er voll? Und... Boah, ich hätte eigentlich gedacht, es würde 23 ergeben. Ach ja, na gut, die Brücke ist gesperrt und es ist natürlich Feierabendverkehr, wie man sehen kann. 75% Bonus, na, nicht schlecht. Und ein A. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn man das Spiel so durchspielen würde, dass man nur ein S-Rating bekommt, ich glaube, dann wäre das Spiel ziemlich frustig. Oh, hier können wir ja gleich mal schauen, ob die Autos wirklich von der Größe her nicht passen zu den Figuren. Eike, hallo, bist du da?
Ja, ich bin da. Weißt du noch, was, weißt du, na gut, du weißt es nicht, du hast das Spiel ja nicht gespielt, oder hast du es gespielt? Hast du Warrior Chips gespielt? Gucken wir mal auf die Karte. Okay, sind wir ja gleich um die Ecke. Nochmal durch den Park drüber und, voll Steampunk. Jezebel Plaza for all your holiday shopping. Oh ja, ich bin Batman, ich hol mir nochmal schnell ein bisschen Verbrechen in Gange. 50 Meter in Gefechten, Verbrechen, wahrscheinlich wieder politischer Gefangener. Also ähnlich wie politischer Gefangener, wie man es aus Arkham City kennt. Ah, ein paar... Oh, hier ist gerade Party angesagt. Naja. Komm, einfach... wie ein Stück Butter in der Pfanne. Zack, 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 zack. Ach man, wieder unterbrochen, weil der Typ am Boden lag, so ein Dreck. Na, komm. Bam, bam. Na gut, mit den kryptischen Grafik-Sequenzer, den sollten wir, glaube ich, eher nicht einsetzen. Zock, 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 zock. Na, gerade noch so erwischt. Zack, 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 na komm. Leg dich schlafen. Ich schlag dich gleich hier K.O. gleich neben der brennenden Tonne, dann erfrierst du zumindest nicht. Sollen wir sie je wieder in Ordnung bringen? Warte mal, ist das ein Polizist? Zustand? Ruhig. Ja. Oh, sogar SWAT. Wie kommt der denn her? Naja. Vielleicht mache ich ja auch mal Videos über Twitch. Nein, Quatsch. Hell's Gate. Mach das mal. Naja, vielleicht soll ich auch wenn mal du das WLAN ausmachst, wenn du das WLAN ausmachst, kannst ja. Du das ganz ja, ich hatte ja schon seit langem mal vor hier. Was wollte ich mal, streamen? Penguins Männern. Ja, haben die nichts zu tun? Es ist doch Weihnachten. Naja, wahrscheinlich gehört Pinguin zu... Bestimmt ist Pinguin so ein Scrooge-Typ, nicht wahr, Eike? Und Schlag in die Leisten. Nein, 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 nein. Ah, ich hasse es. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Warum kann man die, K.O.-Schläge nicht unterbrechen? Das ist doof. Das ist sehr doof. Aber ich glaube ja, Pinguin ist bestimmt so ein Scrooge-Typ, nicht wahr, Eike? Hm? Naja, der trägt doch schon einen Zylinder, da würde es doch passen. Was denn? Dass der Pinguin so ein Scrooge-Typ ist. Weißt, was ich meine? Er ist doch verbittert. Ja. Humbug! Nächstenliebe, Weihnachten! Humbug! Drei Geister, so ein Quatsch! Weißt du noch, kennst du... Nein, das kennst du nicht. Kennst du die Folge von den Real Ghostbusters, wo sie durch irgendein Zeitloch-Quatsch auf Scrooge treffen? Hm? Du kennst doch die Real Ghostbusters, die alte 80er-Serie, die glücklicherweise bei uns besser ist als in der Amerika, weil sie da ja die Sprecher geändert haben, irgendwie nach der gewissen Folge. Gegen den Onkel... Was war's? Was war's? Peter wird gesprochen im englischen Original von dem einen lustigen Onkel aus Full House. Bläh. Ganz schlimm. Und da gab es eben eine Folge, natürlich jede Zeitserie und jede Serie muss natürlich eine Special-Folge zum Holiday haben, ne? In dem Fall Weihnachten. Und in der ersten Staffel, es gab ja auch nur die erste Staffel auf DVD, weil Sony ja meinte, ja, okay, wir bringen mal eine Staffel raus und dabei nichts mehr. Landen sie ja durch irgendein Zeitloch in einen Sturm in, bei Scrooge halt. Wer? Welche Figuren? Na, die Ghostbusters, die realen. Weißt du? Ach ja, stimmt. Ich habe das als Hörspiel damals gehört. Ja, die Hörspiele waren ganz lustig. Die waren übrigens auch von denselben Typen, die auch die ganzen A-Teams und, Schrecknäs Familie und den ganzen Kram gemacht haben. Ja, aber Ghostbusters eignet sich besser für ein Hörspiel. Ja, und vor allem haben sie da auch das Originallied nachgesprungen. Zwar nicht von denselben Typen, aber... Du weißt schon. Oh. Du weißt schon, wer das gesungen hat, oder? Ja, Ray Parker Jr. Oder meinst du das Original? Moment, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Wer verarscht hier wen? Ja, Batman. Batman. Ah, ich bin Batman. Genau, und in der Folge, ja, die alten Gerüchte. Wie heißt das Wort? Stille Postmäßig. Batman ist 3 Meter groß, Batman hat 3 Zähne, Batman ist in Wirklichkeit eine große Fledermaus. Er ist ein Vampir. Ja. Er ist in Wirklichkeit eine Vollweise, die
auf Verbrecher ergeht, um sein Gewissen zu bereinigen. Oh, da sind ja wieder die Live-Nudes. Schön. Dasselbe Schild wie auch aus Arkham City. Ah, fuck you. Das lag jetzt an der Kamera. Alter, wie viele Gangster sind hier auf der Straße? Naja, und in der Folge landen sie eben, wie gesagt, durch dieses Zeitloch in der Zeit von Scrooge. Ebenezer Scrooge, ja, ich weiß. Und dann fangen sie die drei Geister und dann lösen sie eine schwere Katastrophe aus. Ja, deutlich wird nämlich Weihnachten. Weil Ebenezer Scrooge ein Buch geschrieben hat, in dem er sagt, Weihnachten ist Schwachsinn. Deswegen gibt es kein Weihnachten. Genau, weil dieser eine Typ ein Buch geschrieben hat, wird ein ganzer christlicher Feiertag einfach mal abgeschafft. Alles glaubt schon. Amerika. Amerikaner glauben Amerikaner und so weiter. Du weißt schon, Amerika ist die Weltmacht. Was Amerika macht, machen alle anderen. Ja, ja, aber Scrooge ist Amerikaner? Ich dachte, Scrooge ist Engländer. Oder? Charles Dickens. Charles Dickens? Evacuation. Ja. A Duel is Storm. Oh, deswegen. Ah, natürlich. Deswegen sind keine Leute auf der Straße, weil der Sturm so heftig ist. Welche Leute. Welches Land macht andauernd. Wie heißt es? Eine Weihnachtsgeschichte-Filme? Amerikaner. Ja, ja, also. Ich meine, es ist von Dickens, klar. Sich gut nicht, aber die ganzen Dinger, Charles Dickens hat alle möglichen amerikanischen Bestseller geschrieben. Huck und Finn und so weiter. Ja, ja, Huck Finn, der bei diesem Sean Connery-Film ein Actionheld war von Geheimdienst. Die Liga der Extraordinary Gentlemen. Der Typ hatte jetzt Alzheimer, schadeweise, ne? Wer? Na, der Sean Connery. Echt, der hat Alzheimer? Also, oh, Teufel. Oder ist dement, jedenfalls. Aber er macht ja keine Filme. Das ist beides scheiße. Ja, und sein letzter Film war eben dieser Gentleman-Film, der irgendwie so, ne, war. Und im Vergleich der war gut. Ja, der war gut. Der hatte nur zu viele, na, sagen wir mal, ne. Was hat er denn? Er hatte gute Action-Sequenzen, aber die Handlung war irgendwie zu kurz. Ja, und dieses Phantom. Es war zu wenig Handlung. Diese Phantomgeschichte da von wegen hier, ich will den Ersten Weltkrieg schon mal ein bisschen vorglühen sozusagen, ne? Ja. Ja. Am Ende war es doch. Ende haben sie doch verloren. Wieso? Naja, wir wissen ja, wie es geworden ist. Kann die Zukunft nicht aufhalten? Ja, aber ich kann sie aufhalten. So war das doch, ne? Der Film war cool. Ja, Figuren wie Nemo. Gebt ihr euch mal die. Neo, meinst du jetzt mal Matrix? Nemo. Nemo, genau. Captain Nemo, Captain Niemand. Niemand, wie war es? Mina Harker, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Also quasi die Proto-Version von Black Widow und Dorian und Gray. Hulk. Der Dorian Gray war nicht gar nicht so schlecht. Ein bisschen tuntelig, aber irgendwie schade. Och, warum muss er sterben? Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin. Naja. Und ja, Dorian Gray, eigentlich wäre er nicht durch das Anblicken des Bildes gestorben, weil ich meine, es hängt in seinem Treppenhaus. Mhm. Denkst du, der geht da jedes Mal mit runtergeducktem Kopf an dem Ding vorbei? Nee, hat er nicht so einen Laken drüber gelegt? Alle zerstören, die nee. Das hing doch in seinem Vorraum. Ja, ja, die Geschichte ist eigentlich ganz gut. Kann man eigentlich heute noch lesen. Obwohl, das Bildnis des Dorian Gray. Ich sollte mir auch sowas zulegen. Ich hab mal versucht, Und dann gieße ich's in Zement ein und vergrab es. In Stahlbeton. Ja, genau, in Stahlbeton eingießen und verstecken. Unsterblichkeit garantiert. Und jeder, der es sieht, der kriegt dann graue Haare davon, weil es so hässlich ist, weil es so entstellt ist, weil du so ein sündiges Leben führst. Oh, ja. Ja. Naja, eigentlich würde ich wirklich aufpassen mit meiner Unsterblichkeit. Ich habe keine Lust, von der Regierung geschnappt zu werden und zersägt zu werden, um zu sehen, wann ich denn endlich sterbe. Naja, um zu gucken, wie funktioniert denn so Unsterblichkeit. Ja, genau. Und ganz viele kleine Stückchen zersägen, ganz viele kleine Würfel und gucken, ob die noch leben. Ah, scheiße. Ich wollte das zum Springen bringen. Komm, spring. Boing, da fliegt er. Aber es gibt wahrscheinlich ein schlechtes... Bewertung. Schade. Ja, ja, der Dorian Gray war cool, das Phantom war irgendwie merkwürdig und die Story war ein bisschen verworren. Und ja, dass er halt in der Story Ebenezer Scrooge ein Buch schreibt, in dem es heißt ein Weihnachtshumbug. Und deswegen ist Weihnachten abgeschafft. Haha, okay. Naja. Ja, Amerika, wie gesagt. Ja, kein Objekt geortet, da ist es doch Ace Chemicals, das heißt Geburtsort von Joker. Zumindest laut Tim Burton. Kein Objekt geortet? Das wundert mich aber. Ah, vielleicht wird das erst später freigeschaltet. Na, bewegen wir uns einfach mal schnell zu Pinguin rüber. Dem Humbug! Und schauen wir mal, was er für uns hat. Oder was da jetzt kommen wird.
Ja. Ja, Goffen ist ganz schön gestaltet. Ein bisschen trist, aber das liegt jetzt auch an dem neuen Grafikstil. Einen möglichen Einsatz? Och nö, schon wieder ein politischer Gefangener. Na, okay, den schnappen wir noch schnell. Dann hören wir auf mit der Folge. Ja. Das ist der Deal? Kein Blut, oh, kein Sand. So ist das Gesetz. Hardcore. Da werden gerade, sollen gerade ein paar Polizisten hingerichtet werden wollen. Oh, die retten wir aber schnell. Komm schon, Batman. Los. Bam. Schnell den ausschalten mit der Knarre. Mhm. Achso, wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich schon Dezember, weil wir sind ja gerade... Ja, fröhlichen ersten Advent. 21:29 am ersten Advent. Ja, Montag. Ja, passt. Montag, der 21:29. Ja, passt. Und morgen ist, können wir dann die erste Türchen aufmachen. Welches Türchen? Ja, von... Wieso morgen? Ja, das ist noch erst der Dezember dann. Oh. Oder wir machen es wie die schlauen Leute, warten ein paar Tage und können gleich drei Schokoladen essen. Oder man kauft sich gar keinen Adventskalender und feiert Weihnachten überhaupt nicht. Ah! Ja. Ich feiere Weihnachten schon seit fast 10 Jahren nicht mehr. Oh. Obwohl, du bist doch Jude, Kyle. Halt's Maul. Hast einen Fettsack. Zack. Schnauze, Cartman! Geil! Ein Ausschalten mit einem Batterwing. Das glaube ich auch schon das erste Mal. Schön. Haben wir jetzt welche gerettet? Ja, schon wieder. Dechan wäre gerne Cartman, allerdings ist er eher Tweak. Wer will denn bitte schon Cartman sein? Nein, eigentlich bist du eher Butters. Butters. Jeder weiß, wer er heißt. Butters! Das bin ich! Das bin ich. Ja. Okay, gut. Also da vorne ist der Butters, hör auf, Grimassen zu schneiden! So sehe ich doch aus. Butters, hör auf damit! Okay, Freundchen, du kriegst jetzt wieder Hausarrest. Was ist denn hier? Oder als Cartman seine Eltern beleidigt hat. Ja. Ach so, mit seiner Stimme und er dann anruft. Oh, und dann ist er nach Hause gekommen. Und er war, du kleiner Flachwichser. Ja. Darauf stehst du, du meiner Schwicker. Was hast du gesagt? Ich komme jetzt zu dir und werde dich sowas versuchen. Ja, das kann ich schon wirklich sehen. Und dann stellt er sich mit seinem kleinen Gartenklappstuhl vor ein Haus. Ach ja. Und sagt, wenn ich ein bisschen älter wäre, würde ich mir hier und jetzt einen runterholen. Genau. Das war jahrelang. Seine Eltern dann. Halt ihn fest. Kommst du mir gar nicht cool vor, was? Was habe ich gemacht? Na gut, Leute, also wir sehen uns aber erst in der nächsten Folge im Let's Play Batman Arkham Origins und werden dann endlich mal zu diesem Plaza eigentlich hinkommen. Ja, und ja, vielleicht reden wir noch ein bisschen weiter über die, Weihnachtsfolgen von irgendwelchen Über die Auswirkungen der Sonnenstrahlen auf das Siebesleben der Pflastersteine. Genau. Ja, ja. Und wie die, wie heißt das? Die Gedanken, wie heißen die denn? Bud Spencer und Terence Hill Zitat geht schon. Ja, Belass es dabei. Den lassen wir uns dabei, ja. Und wie die Kreativpartikel auf einen Stein landen und er dann eine kreative Idee hat. Aber er kann sie nicht äußern, denn der Stein kann nicht reden. Das ist ein Zitat von Terry Pratchett. Es gibt ja so Partikel, die er meinte, die durchs Weltall schlieben. Und wenn sie auf einen Hirn treffen, dann kriegst du einen Geistesblitz. Und manchmal treffen sie nur auf einen Pflasterstein. Und der Pflasterstein kann sie nicht äußern, weil er kann ja nicht reden. Schade, nicht? Okay, also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.